aus Berlin, Sul Sul, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, da geht unsere Seniorin, unser Geburtstagskind, ins Bettchen. Hier haben wir soweit alles erledigt. Die müsste doch so langsam auch mal besser werden. Irgendwie habe ich hier eine Bremse an meinem Notepad. Ich glaube, ich muss das mal mit Silikonspray einsprühen oder so. Wow, und das ist der Sammy. Gummistiefel-Sammy. Aber wir können nichts. Wir können nichts. Sag schnell. Nichts Romantisches mit ihm machen. Wir probieren das übrigens in der nächsten Folge. Ah ne, was haben wir denn heute für ein Datum? Ich weiß es gar nicht. Sonst hätte ich gesagt, wir versuchen in der nächsten Folge nochmal das Ganze irgendwie zu aktualisieren. Wer ist da denn? Ach so, wie war das? Der hat auch bald das Zeitliche gesegnet. Da wurde schon gesagt, ja, es sind seine letzten Tage, mach es ihm schön und... Aha. Aha. Kinder, außer sie pennen alle. Hereinbitten. Was macht sie denn da die ganze Zeit? Ja, und dann gucken wir mal, wen wir dann in unsere WG holen. Sonst haben wir hier bald eine reine Kinder-WG. Die räumt auf. Okay, guck mal, da ist noch das Brathähnchen. Mm. Torte. Ah, da ist, siehst du, ich habe noch Donuts, Mensch, und ich muss Paprika schneiden. Fällt mir bei der Gelegenheit gerade ein. Sonst ist die vergammelt. Das müssen wir ja nicht haben, ne? Naya Floof! Oh, Polino! Wo will er denn hin? Malfoy! Mixen ist ätzend. Marie hat jeden Drink gemixt und dabei eine Menge Gläser zerbrochen. Soll sie das Hobby auf Eis legen und sich eingestehen, dass sie Mixen nicht mag? Ja, kann sie machen. Ja, dann steht auch irgendwann wieder der Sensenmann vor der Tür. Das müssen wir so sehen, wie es ist. Level 3 der Klavierfähigkeit. Caroline kann jetzt traditionelle Lieder spielen und zur Inspiration klimpern. Ja, also sie wird besser, definitiv, ne? So soll es ja auch sein. So, und pass mal auf. Und du... machst nämlich auch nichts mehr. Du gehst. Du gehst in Rente. Genau wie deine Ehefrau. Bist du sicher, dass Alex in Rente gehen soll? Wenn sie in Rente geht, erhält sie jeden Tag eine Zahlung basierend auf ihrem derzeitigen Stundenlohn. Ja, das ist völlig okay. Wollen wir es ihr gönnen, oder? Ist als Konzertvirtuosin in den Ruhestand gegangen. Sie erhält eine tägliche Pension auf Grundlage ihres Gehaltes zum Zeitpunkt des Renteneintritts. Ja, das wird auch nicht das meiste sein. Alter, hier stehen überall irgendwelche Klamotten rum. Unglaublich. Boah, die beiden können noch ein bisschen was machen da, die Seniorinnen. So. Shiva Flap.
sie wird besser, oder? Ah, guck mal. Traditionell. Leise Weise aus Willow Creek. Na komm, die hören wir uns jetzt mal an hier. Das Üben brechen wir mal ab. Ja, die spielt besser als du, ne? Meister Ilgas. Ja, ist ja gut, dann geh doch auf Toilette, Mann. Zicke. Wann habt ihr eigentlich Geburtstag? Ich weiß, schon 100 Mal geguckt, aber... So, Caroline in 18 Tagen. Anne in 28 Tagen. Malfoy in 34 Tagen. Daniel in 37 Tagen. Lena wird zur Erwachsenen in 13 Tagen. Anetta wird zur Seniorin auch tatsächlich dann schon in 28 Tagen. Es wurde nicht verhütet. Ja, nee, ist klar. Es ist voll wichtig, dass zwei Frauen, vor allen Dingen Seniorinnen, verhüten. Damit da keine kleinen Kinder bei herauskommen. Ja, lassen wir mal sacken, ne? So. So, was geht jetzt ab hier? Lena, wie fit bist du? Lena ist sehr fit und glücklich. Das heißt... Scheiße. Haben wir das Spiel verpennt? Ja, wohl nicht, ne? Mach mal fertig. Daniel hat die Pflanze Karottenpflanze erforscht und das Notizbuch aktualisiert. Ah ja, okay. Super. So. Es muss ja Geld reinkommen, das nutzt ja nichts. Ich meine, wir haben hier zwar genug Puffer, aber... Ne? Das ist übrigens nicht gecheatet, wir haben das alles selbst verdient. Programmieren dauert echt lange, meine Güte. Was hast du eigentlich noch für Bestreben, sag mal? Ja, das wird sowieso nichts mehr. Okay. Schlafen, okay. Rente von Marie ist eingetroffen. 117. Alter. Kannst nicht von leben und nicht von sterben. Rente für Alexa 912. Das ist ja ein bisschen mehr. Naja, anderer Job, ne? Lena durfte sich eine Predigt über mangelnde Motivation. Okay. Scheiße. Wir haben es verpennt, Leute. So, und wenn sie gleich durch ist, suchen wir nach Aufträgen. Anetta muss zur Arbeit, okay. So, 115, 185, 6370.
7.265, das ist, glaube ich, das höchste. 7.000, ja. Das machen wir auch. So, dann geh du erst essen. Die Sim-Sessions, was? Die Sim-Sessions finden soeben im Magnolienblütenpark in Willow Creek statt. Bist du bereit? Ja, warte mal. Ja, doch, die Minuten haben wir noch. Schicke deine Sims auf Reisen. Okay. Wir haben ja das Ticket. Das, wo wir drauf gewartet haben. Also ist das der Sonntag im Spiel. Willkommen bei den Sim Sessions. Gehe zur Bühne, um Live-Auftritte zu genießen. Das Festival findet den ganzen Tag lang bis in den Abend hinein statt. Anschließend erhalten deine Sims die Chance, auf der Bühne zu performen. Ja, halt mal. Okay, wo rennen sie denn jetzt hin? Warte mal. Stopp. Outfits. Outfit ändern. Du ziehst ein bisschen was an, was cool aussieht. So. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht können wir da in der nächsten Folge noch mal. Ich muss mal schauen, wie das nachher aussieht. Man nur so schlampig da hängen, ja, mal abgesehen, dass sie total müde ist. War das, glaube ich, keine gute Idee, oder? Aber das können wir vielleicht nachher noch machen. Wir stoppen ja das Spiel. Wir haben 13:39 Uhr. Das werden wir dann in der nächsten Jahr nachher. Für mich nachher, für euch die nächste Folge. Ah, guck mal hier. Mit der können wir im Moment nichts machen. So, wo ist sie denn? Da. Charm. So. Creep of thee when by alone. Crelease a day, the Nibiado. Fabumado, Wello, Wexo, Rub D. Man versteht zwar nichts, aber naja. Been a worst of thee. If ya been tunchin's get now, wake a ya crew clean. If he was a boo, why'd I surely flee? Yamalushin, Fabaruvel, Yamadrosh, Tessimerslen. Hobia Bruthin, Tibia Hoshin, Weeboyev Labriba. Das war ich nicht, das war jetzt automatisch. Sie haut sich hier ins Zelt und pennt.
In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüssi.